Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, Herr Kollege Petri, ich hatte streckenweise auch bei Kollegen Schuster den Eindruck bei Ihren Reden, es sei etwas Schlechtes und Schlimmes, in der Woche 9 Tage vor einer wichtigen Europawahl ein europäisches Thema hier aufzurufen, den Bundestag zu präsentieren. Das ist sicherlich nicht so und da stimmen Sie mir sicherlich darin zu. Und in Ihren Reden war ja auch viel Kritik, aber auch viel Übereinstimmung zu hören. Natürlich, wenn man die Leute fragt, was erwartet ihr euch von Europa, was ist euch wichtig, dann rangiert weit vorne immer das Thema Sicherheit. Europa soll mehr Sicherheit schaffen und wir nehmen dieses Thema Europa als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechtes ernst. Und die Dinge gehören auch zusammen. Sie bilden keinen Gegensatz. Freiheit entsteht auch durch Sicherheit und Sicherheit entsteht auch durch Recht. Und gerade in Zeiten, in denen mehr und mehr bei Terrorismus, bei organisierter Kriminalität und auch bei Internetkriminalität die Grenzen verwischen, wird es wichtiger, dass wir die Zusammenarbeit verstärken. Seit 2015 gab es in Europa ungefähr 40 Terroranschläge mit 350 Todesopfern. Und jedes Mal ertönt erneut der Ruf nach strengeren und mehr Gesetzen und mehr Überwachung. Warum? Schaue ich jetzt den Kollegen Schuster an, lieber Armin Schuster, weil wir hätten fast die Uhr danach stellen können, stoppen können, wie lange es braucht, bis Sie das Thema Vorratsdatenspeicherung bringen. Jedes Mal kommt dann wieder der Ruf nach anlassloser Vorratsdatenspeicherung. Sie tun ja gerade so, als sei es die böse kleine FDP, an der es liege, dass sie nicht kommt. Nehmen Sie doch mal zur Kenntnis, dass Ihre Versuche, eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung einzuführen, jedes Mal gescheitert sind an mittlerweile schon 3 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes und des EuGH. Das liegt doch nicht an uns. Das liegt daran, dass Sie es nicht zustande bringen, eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung zu implementieren. Denn es liegt ja auch gar nicht daran. Das beste Beispiel ist auch der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg vom 11. Dezember 2018. Der Täter war französischen und deutschen Behörden bekannt. Warum hat die Zusammenarbeit nicht optimal funktioniert? Daran lag es doch, dass die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Die müssen wir doch verbessern. Es liegt nicht daran, dass die Daten nicht vorlegen, dass die Täter nicht bekannt wären. Es liegt an der mangelnden Zusammenarbeit. Erlauben Sie eine Zwischenfrage. Herr Kollege Hoffmann, sehr gerne, Herr Kollege. Danke, Herr Kollege Thomae, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie provozieren natürlich eine solche Frage in dem Moment, wo Sie jetzt Einzelfälle rauspicken und sagen, da war es jetzt mal nicht an dem Thema Vorratsdatenspeicherung gelegen, sondern an anderen Dingen. Dann will ich Ihnen nämlich jetzt mal ein Beispiel bringen, wo es sehr wohl an der Speicherung von Verbindungsdaten gelegen war. Sie kennen die Zahlen vom BKA, oder ich hoffe, sie sind Ihnen bekannt. Im Jahr 2017 durften 8.400 Fälle, ich wiederhole die Zahl nochmal, 8.400 Fälle von Kinderpornografie im Netz in Deutschland konnten nicht weiterverfolgt werden, weil die Verbindungsdaten gefehlt haben. Und da hätte ich natürlich von Ihnen jetzt schon eine Erklärung, wie gedenken Sie denn Phänomene wie Kinderpornografie im Netz, die im Übrigen ansteigen, zu bekämpfen, wenn wir auf der anderen Seite solche ernüchternden Zahlen vorgetragen bekommen. Da genügt es von Ihrer Seite nicht, zu sagen, ja, das geht so nicht und Sie kriegen das nicht hin, sondern da hätte ich gerne einen konkreten Vorschlag von Ihnen. Was wir doch immer sagen, Kollege Hoffmann, ist, bauen Sie doch auch gemeinsam mit uns, und dazu reichen wir Ihnen die Hand, ein Gesetz mit einer anlassbezogenen Datenspeicherung. Das ist doch genau das Problem, um das es geht, die Anlassbezogenheit. Nehmen Sie doch zur Kenntnis, dass in 3 Entscheidungen aus Karlsruhe und Luxemburg Ihnen immer wieder gesagt wurde, bei jedem Ihrer Versuche eine anlasslose Datenspeicherung einzuführen, irgendein Anlass muss schon da sein. Und wenn Sie das hinbringen, dann haben Sie uns auf Ihrer Seite, aber es gibt eben keine flächendeckende, breite, anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Das liegt nicht an uns, das liegt an diesen 3 Entscheidungen, die wir haben und die auch Sie zur Kenntnis nehmen müssen. Und deswegen sind wir auch sehr dafür, dass wir die gemeinsame Terrorabwehr ausbauen, die bestehenden Institutionen, das Europäische Terrorabwehrzentrum ECTC,
zu verbessern. Und das Gleiche gilt natürlich auch für unser gemeinsames Terrorabwehrzentrum in Deutschland, das GTAZ, bei dem auch wir sagen, es ist eine sinnvolle, gute Einrichtung. Aber die Kollegen Strasser und Willkommen aus unserer Fraktion können ein Lied davon singen. Es liegt das Problem darin, dass Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, Verhaltensweisen ungeklärt sind. Das ist schon bei uns in Deutschland der Fall gewesen. Der Fall Amri ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir hier ein Gesetz brauchen, um diese Verhaltensweisen, Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten zu klären. Und ein Gleiches benötigen wir auch auf europäischer Ebene. Daran sollten wir arbeiten. Und deswegen glaube ich, wenn wir auf diesem Weg weitermachen, den wir heute mit diesem Antrag beschreiten und der von Ihnen ja auch anerkannt worden ist, ein Blick.